Yo. Seid mir gegrüßt, ihr höchst fidelen, audiophilen Tontechnik-Enthusiasten. Hier haben wir das Fifine Ampligame A6V. Es gibt ja einige Beschwerden über das Ding, zum Beispiel man kann die Beleuchtung nicht ausschalten, es hat keinen Kopfhöreranschluss etc. pp. Fifine, der Hersteller, hat nun ein bisschen nachgebessert und das brandneue A8 auf den Markt gebracht. Es ist kein Audi, es ist ein Mikrofon. Was und ob das Ding etwas besser macht, schauen wir uns jetzt an. Das ist das Ampligame A8. Die tatsächlichen Verbesserungen sind, es gibt wieder mal eine Touchfläche für die Mute-Funktion, genau wie beim alten auch. Diesmal ist hier aber eine LED drauf, die symbolisiert grün, ich nehme auf, und rot, ich nehme nicht auf. Beim Muten wird die Farbe nicht abgeschaltet. Das war beim A6V eben schon so. Gemutet, zack, Licht aus. Hat viele gestört, weil man die Beleuchtung dieses Mikrofons nicht ausschalten kann. Also komplett, wenn man keinen Bock drauf hat. Fifine hat sich das angehört und hat gesagt, okay, wenn ihr das so wollt, gibt's jetzt hier einen Knopf. Da gibt's nämlich einmal diesen coolen zweifarbigen Verlauf, den ich persönlich total feier. Dann gibt's den einfarbigen Verlauf. Das ist halt so ein RGB-Durchlauf. Dann kann man einzelne Farben machen. Ne, statisch. Lila, rot, gelb, grün und so weiter. Und man kann das Ganze auch ausschalten. Ein Traum für all diejenigen, die nicht mehr FPS brauchen. Wir haben auch hier wieder eine integrierte Shock-Mount-Lösung, die wir nicht vom Mikrofon trennen können. Zumindest nicht, ohne das Ding auseinander zu flexen. Auf der Unterseite befindet sich wieder mal der USB-Anschluss, ganz klar. Und diesmal auch ein Kopfhöreranschluss. Nächste Verbesserung, latenzfrei. Ich kann mich damit wunderbar monitoren, allerdings habe ich keine Möglichkeit, die Lautstärke einzustellen. Das kann ich allerdings in Windows machen. Da kann ich die Lautstärke des Ausgangs, wenn das Mikrofon als Ausgang definiert ist, natürlich einstellen. Logisch. Dann befindet sich auf der Rückseite noch ein kleiner Drehregler, mit dem können wir, wie beim A6V auch schon, die Lautstärke einstellen. Das ist jetzt übrigens 100% Gain oder Pegel, wie auch immer man das sagen möchte. Und wenn ich das runterdrehe, werde ich leise. Das funktioniert also komplett. Man kann außerdem auch den Popfilter abnehmen, der auch diesmal wieder das lächelnde Logo hat. Allerdings weitaus weniger prominent als beim A6V, was mir persönlich gut gefällt, denn ich bin einfach kein Fan von dem Logo, sorry. Das ganze Ding ist wieder aus Kunststoff, es fällt nicht auseinander, es knirscht und knarzt nicht, es ist sauber verarbeitet, es sind keine hässlichen Grate und Kanten da. Der Grill hier, das Gitter, ist aus Metall. Reasonably stabil, würde ich sagen. Es ist im Vergleich zum A6V ein kleines bisschen größer. Es wirkt optisch ein bisschen erwachsener, weil der Grill halt so in das Gehäuse versetzt ist. Beim Fifine A6V ist der Grill plan mit dem Gehäuse. Der Sound ist gut, es ist sehr schön durchdacht. Ich bin sehr froh, dass Fifine das A6V überarbeitet hat und diese neue improved Pro-Version, sag ich mal, rausgebracht hat. Ne? Das Grundrauschen des Ampligame A8 aus dem Hause Fifine hört sich folgendermaßen an. Kleiner Test nochmal zwischendurch. Ich habe mir jetzt gerade auch angehört, wie sich das neue A8 im Grundrauschen anhört und habe auch, wie ihr wahrscheinlich auch, das leichte Spulenfiepen entdeckt. Jetzt habe ich zum Vergleich nochmal, um rauszufinden, ob das an meinem Rechner liegt oder was oder an meiner 12 Kilometer langen Kabelstrecke, das alte Ampligame auch nochmal angeschlossen, was damals ja damit brilliert hat, dass es kein Spulenfiepen hat. Mir ist aufgefallen, das Grundrauschen ist prinzipiell höher beim alten Ampligame. Das Grundrauschen des neuen ist geringer, allerdings eben wieder mit so einem ganz leichten Spulenfiepen, wobei ich das als vernachlässigbar ansehe. Denn erstens mal ist es kein High-End-Mikrofon und zweitens mal ist das Spulenfiepen so leise, dass man es in der regulären Aufnahme nicht hört. Oder habt ihr es vorher gehört? Seid ehrlich. Wir haben natürlich wieder eine Nierencharakteristik, die sich von vorne so anhört. Und wenn ich um das Mikrofon herumwandere, klinge ich von der Seite so. Von der Rückseite klingt meine Stimme in etwa so. Dabei beim Mikrofon, bevor ich es noch vergesse, ist übrigens auch ein Tischfuß, der dieses Mal sehr elegant wirkt. Gewichtsmäßig geht's. Da ist halt hier unten wahrscheinlich eine Metallplatte drin. Der Rest ist aus Kunststoff, auch hier hohlkehlig, wie man sehen kann. Da wird das Ding draufgeschraubt. Alternativ kann man das Mikrofon genau wie das A6V natürlich auch an einem Arm befestigen, wie unschwer zu erkennen ist. Der Arm ist nicht dabei, es gibt nur den Tischfuß, ein Kabel, das Mikrofon selbst mit dem Popfilter, das war's. Sollte man in die Verlegenheit kommen, Gaming-Geräusche zu machen mit einer Rubberdome-Gaming-Tastatur, dann klingt die geheime Kombination aus W, A, S und D mit diesem Mikrofon im Abstand von ca. 40 cm und ca. 15 cm zur Stimme in etwa so.
Was für ein scheiß langer Satz, Mann. Das ist ja unfassbar. Aber bin ich wie ein vollkommen verrückt gewordener Bürohengst in die Tastatur hacke. Als würde ich 7 Romane gleichzeitig schreiben. Dann klingt das so. Ich bin positiv beeindruckt. Was mir sehr gut gefällt, die Spinne scheint einen sehr guten Job zu machen. Montiert an einem Mikrofonarm, kommen überhaupt keine Rumpelgeräusche in das Mikrofon. Zumindest höre ich über den Kopfhörer-Monitoranschluss keine. Wenn ich den Arm berühre, klingt das so. Sehr tieffrequente Geräusche, aber kein übersteuertes Rumpeln. Sehr gut, finde ich gut. Sehr entspanntes Teil, coole Sache. Abstandstest. 20.000 Meilen hinter dem Mikrofon, dem Fifine A8. In etwa noch 50 cm Abstand zum Fifine A8. In etwa noch 30 cm Abstand zum Fifine A8. In etwa noch 20 cm Abstand zum Fifine A8. In etwa noch 15 cm Abstand zum Fifine A8. 10 cm Abstand zum Fifine A8. 5 cm Abstand zum Fifine A8. Und Vollkontakt mit dem Popfilter. Sehr nicer Nahbesprechungseffekt, was ich auf dem Kopfhörer so hören kann. Gefällt mir gut. Übersteuert nicht. Hat über die komplette Entfernungspalette ein sehr angenehmes Klangbild, muss ich sagen. Soweit ich es zumindest hören konnte bis jetzt. Also aus 50 cm genauso wie aus 5 cm. Der Nahbesprechungseffekt hält sich super stark in Grenzen, was mir sehr gut gefällt. Denn damit können wir nämlich ganz nah rangehen. Plosive sind auch plosive. Gar kein Thema. Alter Schwede, was ist los mit dem Ding? Plosive, doch. Der Popfilter, Alter. Plosive. Der Popfilter ist mal richtig effektiv. Geiler Shit, Alter. Und das, obwohl er so nah an dem Mikrofon dran ist. Wenn das mal 3 cm sind, das ist ja total geil. Kommen wir mal ein bisschen zum Elefanten im Raum. Was kostet der Spaß? Ja, das alte Ding. Das A6V, was nach wie vor ein geiles Mikrofon ist. Absolut gar keine Frage, kostet 43,99 € aktuell. Der Code gilt leider nicht mehr, den haben sie damals sogar schon verlängert. Inzwischen ist er abgelaufen. Aber nicht verzagen, Techboss fragen, wir haben auch für dieses Mikrofon einen Code bekommen. Dazu komme ich gleich. Das Mikrofon, das Ampligame A8, kostet 64,99 € bei Amazon. Links natürlich in der Videobeschreibung und gleich neben dem Link findet ihr den Gutscheincode, mit dem ihr 10% sparen könnt. Ihr könnt auch mal versuchen, ob es da vielleicht noch eine zweite Coupon-Aktion oder sowas gibt, mit der das Ganze kombinierbar ist. In der Regel sind die Codes kombinierbar. Ihr könnt also aktuell möglicherweise 3% von Amazon aus schon sparen und dann nochmal 10% mit dem Techboss-Code, der unten in der Videobeschreibung steht. Genau. Und gerne. Kein Thema. So. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, wir müssten mal in der freien Natur draußen das Mikrofon mit dem Ding hier testen. Mit einer Tastatur, die direkt daneben steht. Das würde mich selber noch interessieren. Deswegen, let's go. Sorry, dass ich hier in diesem dunklen Loch sitze. Hinter mir sieht es aus wie die Sau, weil ich gerade versuche, meinen Keller auszuräumen und den ganzen Shit bei eBay zu verhökern. Soll aber nicht euer Problem sein. Ich lasse einfach das Licht aus, dann seht ihr den Shit nicht. Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall im freien Raum mit dem Fifine A8 Ampligame. Das Ding steht jetzt mit seinem Tischfuß, wie ihr sehen könnt, auf dem Tisch. Ne, so wie das sein soll. Man kann den Winkel verstellen von dem Tischfuß. Ja. Kann ganz praktisch sein. Und wenn ich jetzt in meinen Texteditor die geheime Kombination aus WHS und D eintippe, dann klingt das so. Die Tastatur solltet ihr übrigens kennen, falls ihr meinen Kanal aktiv verfolgt, was am besten geht, mit einer Glocke und einem Abonnieren-Button, der gedrückt wurde, natürlich. Das ist nämlich die Tastatur, die ich gemoddet habe, die Royal Clutch, die seitdem auch irgendwie schon ziemlich geil ist für das Geld, was sie kostet. Whatever. Video findet ihr natürlich da oben. Gesetzt den Fall, ihr habt hier mehr so eine Armsituation mit mehr Abstand zum Keyboard, dann klingt das noch in etwa so. Und wenn ich meine Stimme jetzt hier angepasst habe, was ich natürlich in der Nachbearbeitung gemacht habe, dann bin ich gleich laut wie vorher und meine Tastatur ist leiser, ne? Verhältnismäßig und so. Gut, habt ihr das auch gehört. Die Spinne macht einen echt guten Job. Das Ding nimmt nicht viel Rumpelgeräusche auf. Ist nicht besonders empfindlich gegen Plosive, gegen Rumpeln, gegen... Ja, es ist eigentlich ein echt geiles Mikrofon. Und das sage ich, der hier solche Dinge hängen hat, wie das oder das. Also ich kann sagen, das ist ein gutes Mikrofon, ohne Scheiß. Es klingt gut. Es rauscht kaum. Das Spulenfiepen ist zum Glück sehr, sehr leise. Der Fuß ist stabil. Die Anschlüsse sind
Vollkommen in Ordnung. USB Typ C, 2 Meter langes Kabel. Es ist auch kompatibel mit PlayStation 4 und 5. Steht drauf, von der Xbox steht da leider nichts, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Kopfhöreranschluss, einen Pegelsteller, ein Mute und ein abschaltbares RGB. Gute Spinne, guter Popfilter, was will man mehr? Und dann das Ganze für 65 Euro abzüglich 3% Amazon-Rabatt im Moment und 10% Techboss-Rabatt. Cooler Shit. Wie gesagt, Links findet ihr jetzt in der Videobeschreibung. Da schaut ihr einfach mal vorbei, wenn ihr das Ding haben wollt. Wenn nicht, ist auch gut. Schaut ihr einfach stattdessen ein anderes Video an. Zum Beispiel das über die Tastatur oder das von letzter Woche. Oder am besten das hier. Das ist ein sehr geiles Video. Und ihr könnt mich natürlich auch abonnieren. Genau hier drunter. Ja, das Übliche halt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt laut und cremig. Und ciao. Shit, ich kann nicht mal ganz aus dem Bild rollen, weil hier so viel Shit steht. Tschüss.